OMG. Die Welt, wie du sie kennst, wäre nicht dieselbe ohne hessische Erfindungen. Heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, siehst du 5 Erfindungen, von denen du garantiert nicht wusstest, dass sie aus Hessen kommen. Wir steigen direkt ein mit Platz 5. Toast Hawaii, exotischer Genuss, beliebter Gaumenschmaus, und zwar weltweit. Der Erfinder Clemens Wilmenroth, gebürtiger Oberzeuzheimer. Oberzeuzheim? Das liegt in Mittelhessen, Kreis Limburg-Weilburg. Der Toast Hawaii-Erfinder ist übrigens auch erster deutscher Fernsehkoch. In den 50ern wurde's erfunden, die Kombination aus Ananas und Schinken. Damals gewagt, heute noch immer begehrt. Klar, hat ja auch ein Hesse erfunden. Weiter geht es mit Platz 4 unserer Rankingliste, der Zuckerstreuer. Ja, wirklich wahr, auch diese Erfindung kommt aus Hessen. Das ist doch mal Angeberwissen Deluxe. Der Zuckerstreuer, genannt der süße Heinrich, ist benannt nach dem Erfinder Heinrich Kurz aus Windecken. Wir Hessen sind eben nicht nur ein süßes Völkchen, wir wollen eben auch, dass die Süße gut dosiert ist. Gut dosieren sollte man auch diese hessische Erfindung, das Solarium. Unseren Platz 3 gäbe es nicht ohne die Erfindung von Richard Küch. Die UV-Lampe hat er in Hanau erfunden. Hereus heißt das Unternehmen. Schon in den 1950ern gehörte ein Nachfolgeprodukt dieser Erfindung quasi zur Wellness-Grundausstattung. Ein Wunderkind der Wissenschaft. Vor Krankheit und vor Müdigkeit schützt Höhlensonne jederzeit. Gesundheit, frische Glück und Wonne gibt euch die Hanau-Höhensonne. Und heute gar nicht mehr wegzudenken, das künstliche Sommerfeeling. Kommen wir zu Platz 2. Nein, es ist nicht Instagram, es ist noch viel geiler. Die Erfindung der Kleinbildkamera. Der Schnappschuss, erfunden in Wetzlar von ihm, Oskar Barnack. Und hier ist das Ding, die Ur-Leica von 1924. Leicht zu transportieren und schnell zur Hand. Hessen hat die Fotografie damit komplett modernisiert. Ohne die wäre das nämlich heute nicht denkbar. Und jetzt die krasseste Erfindung überhaupt, denn sonst hätte die Eintracht niemals den Europapokal gewonnen, zumindest nicht so packend. Boré läuft an, Boré schießt, Tor, 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 ja, es ist real, es ist wahr, es ist der Titel. Die hessische Heldenreise findet ein märchenhaftes Ende. Platz 1 unseres Rankings der besten hessischen Erfindungen, das Elfmeterschießen. Früher wurde bei Gleichstand Sieg und Niederlage durch Münzwurf entschieden. Was Mist. Doch dann kommt Karl Wald und der erfindet das Elfmeterschießen. Kein Mist. Echt jetzt. 1970 wurde die Idee des inzwischen verstorbenen Schiedsrichters angenommen. Der Spielausschuss hat es eben beschlossen, dass wir in der neuen Saison anstelle von Los Elfmeterschießen einführen. Sind Sie damit einverstanden? Ich habe lachen müssen. Ja, selbstverständlich, Herr Präsident, ich habe lachen müssen vor Freude und der ganze Saal war Hurra. OMG. Ja, Hurra! Und noch viel krasser, die Siegesfeier auf dem Römerberg nach dem Europa-League-Sieg. Von Toast Hawaii bis Elfmeterschießen. Die besten Sachen kommen einfach aus dem besten Bundesland ever. Welche Erfindungen findest du gut? Schreib uns in die Kommentare.